Herzlich willkommen, liebe Angelika Kind. Wir sind beim Generationstalk und heute habe ich eine bekannte Persönlichkeit aus meinem eigenen Lieblingsbereich, nämlich den 50 plus. Und da sage ich toll, dass du dabei bist. Hallo, Angelika. Ja, jetzt mal lieben Dank, Ulrike, für die Einladung. Habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und ja, es ist unser Lieblingsthema. Man kann auch schon sagen 60 plus. Aber es ist ja egal. Es geht wirklich darum, um diese dritte Lebenshälfte, wie ich die gestalte. Genau, richtig. Da hast du doch schon gleich, wie du immer bist, hast du natürlich schon gleich eine erste Frage aufgegriffen. Das werde ich aber gleich erst aufnehmen. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das wirklich noch relevant ist, aber manche wollen es ja immer gerne wissen. Du bist ja mal ursprünglich angefangen als Politologin. So, Ja, und ich. das ist ja schon lange her. Da kommen wir gleich drauf. Und dann bist du ja jetzt schon in ganz, ganz vielen Bereichen tätig, nämlich auch unter anderem ja immer schon bei den Mentorinnen in einem Netzwerk in Hessen. Also ich gehe davon aus, du wohnst jetzt noch in Hessen. Und du bist auch eben engagiert in ganz vielen verschiedenen Foren und Netzwerken und dergleichen. Und unter anderem jetzt seit neuestem auch als Markenbotschafterin für Zeitsilber. Ja. Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie diese Kurve ist sozusagen von der Politologin über Mentorenschaft und sicherlich Coaching und alles, was dazugehört. Und eines Tages so der Schwerpunkt, dass du sagst, so, jetzt bin ich aber mittendrin in meinem eigenen Thema und kämpfe für die Interessen dieser älteren Generation, der dritten Lebensphase, wie auch immer man sie nennen möchte. Ja, danke, danke. Das war für mich schon immer ein Bogen. Ja, ich bin immer noch Politologin. Das ist man ja dann den Rest des Lebens. Das ist auch schön so. Und habe übrigens 82, also 1982, meine Diplomarbeit zur Situation der Frau in der Politik geschrieben. Ah. Das heißt, ich habe immer mein Leben lang mit meinen Themen belegt. War ja Ja. dann 40 Jahre lang selbstständige Unternehmerin, habe Politikberatung gemacht, sehr viel. Auch generell Beratung und hauptsächlich dann nachher auch Führungskräftetrainings und sowas. Und dann habe ich einen Cut gemacht. Jo, weil ich ja dachte, so langsam kann ich ja mir mal überlegen, was kommt dann. Und ich habe genau das gelernt. Nein, nicht gelernt, sondern das bestätigt bekommen, was wirklich stimmt. Machst du eine Tür zu, geht die neue Tür wieder, geht eine neue Tür auf. Ich hatte Zeitsilber davor schon mal kennengelernt, so weil ich ja bei LinkedIn sehr stark unterwegs bin und die mich mal angequatscht haben, aber so nur so, hallo, was machst du? So ein Blabla. Und dann war ich, das war wirklich ein witziges erstes Treffen. Dann war ich im Dezember 22 in München, wo Dr. Dirk Stauder, der Geschäftsführer, lebt. Und wir waren verabredet. Und er hat noch gesagt, ja, lass uns in der Stadt treffen. Also ich war zwar in der Stadt, aber lass uns schön bei Dallmayr treffen, schön frühstücken. Ja, nur dann war an dem Tag das der einzige Tag in diesem Jahr fettes Glatteis. Und dann Oh kam er je. schon mit dem Pinguin ins Hotel. Und dann habe ich gleich gesagt, dann können wir doch hier was frühstücken. Ja, und das war also alles schon der Start war von daher total witzig eigentlich. Ja. Und wir haben sofort, weißt, es gibt, der ist ja 40 Jahre jünger als ich und trotzdem, es gibt so Menschen und das ist mir eben immer wichtig, den Leuten klarzumachen, dass das Verständnis füreinander alterslos ist. Ja, also wir waren sofort Ja. Topf und Deckel und wir mussten nachher gehen, weil ich wusste, mein ICE fährt, dann hat er mich noch mehr oder weniger zur U-Bahn getragen und mich in den ICE reingesetzt, um sich auch zu vergewissern, dass ich heile zu Hause wieder ankomme. Das fand ich also sehr bezaubernd und ich fürsorglich. Ich habe neulich mal so einen Spruch gelesen, das ist mir allerdings jetzt auch schon tatsächlich passiert. Es hieß irgendwie so, wenn du runterfällst oder dir etwas runtergefällst und jemand kommt sofort angesprungen und hilft dir hoch oder hilft dem Gegenstand hoch, so nach dem Motto, dann weißt du, dass du älter geworden bist. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe auch festgestellt, dass sie, also zumindest hin und wieder jetzt auch schon mal auf mich reagiert wird in dieser Hinsicht. In anderer ist zum Glück ja früher auch, aber ich meine ja nur so, also das Nein, war ich so ein denke, das kleiner hat ja nichts Scherz, mit ne? hilfloser Person zu tun, sondern ihm fehlt es ja auch schwer, bei dem Glatteis zu laufen. Dann sind wir da so untergehackelt los.
Ja. Nein, was mich sehr So beeindruckt, liebevoll, dass er eben auch sagt, ich will, dass du sicher da ankommst. Genau. dass diese Fürsorglichkeit, die Ja. mir insofern neu war, weil ich ja, ja zu dieser Generation mir noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht habe, aber dann auch merkte, bis heute übrigens, jedes Gespräch, jedes Meeting fängt erstmal damit an, daran musste ich mich gewöhnen, dass wir uns erstmal darüber austauschen, wie es uns geht und ob es irgendwas gibt, was uns belastet. Und das war für mich auch so ein ganz neues Learning, weil ich kenne das Ja. eigentlich, tschock, 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 so durch. Ja. Kurz und lang, und dann fragt er mich, ob ich, und da komme ich wieder zu meiner Politologin zurück. Ich habe mein Studium übrigens sehr, sehr geliebt. Und bin sehr stolz, dass ich das auch mit einem exzellenten Abschluss gemacht habe, mit Auszeichnung. Ich konnte keine Doktorarbeit schreiben, weil ich zwei Kinder ernähren musste. Aber gut, vielleicht mache ich das ja nochmal mit 85. Ja. Also, mein Dirk hat gesagt: Guck mal, ich bin an der Bundeswehrhochschule. Wir finden immer einen Weg für dich, wenn du Lust hast zu promovieren. Erstmal so ganz nebenbei, lange Rede, Ja. kurzer Sinn, warum Zeit, Silber? Dann tatsächlich Markenbotschafterin. Dann habe ich mir überlegt, was kann das sein? Und bin darauf gekommen, zu meinem allerersten Job gleich nach dem Studium. Da habe ich nämlich für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet und habe sein Büro eingehütet. Ach Zu so. Hause. Und was machst du da? Das hat mir auch keiner erzählt. Da gibt es ja auch Ja. keine Beschreibungen für. Du pflegst die Kontakte zur Presse, zu den Leuten, hältst da immer schön Kontakt und verkaufst deinen Abgeordneten natürlich bezaubernd, dass jeder weiß, es ist der beste Typ aller Zeiten. Ja. Und dann habe ich auch zu dem Dirk gesagt, das ist ja genial. Da kommt dann mein Startpunkt nach dem Studium, geht hier dann nach vielen Jahren so weiter. Und Ja. genau so startete ich dann meine Vorstellung von der Markenbotschafterin. Und du hast es ja auch mitbekommen, das ist extrem erfolgreich gelaufen. Zeit Silber hat ja auch letztes Jahr den Deutschen Demografiepreis Ja. gewonnen. Insofern war ich beteiligt, weil ich dann auch darauf hingewiesen habe, dass das überhaupt ausgeschrieben war. Ja, und ich bin jetzt sogar, und jetzt darfst du laut lachen, wenn du dir die Ankündigung im Internet anguckst, noch lauter. Ich bin jetzt sogar zu einem Influencer-Kongress eingeladen worden. Nee, also das wundert mich nicht. Wahrscheinlich Es ist der eben Älteste so, nicht? Also früher hätte man gesagt, man ist eine aufmerksamkeitsstarke Stimme oder man hat ist vielleicht noch ein Role Model, das gab es auch schon diesen Begriff, aber jetzt ist halt vieles, was früher andere Begriffe hatte, ist jetzt halt eben Influencer und durch die sozialen Medien hat das natürlich auch einen ganz anderen Wumms gekriegt, ne? Und allen. Ja, ich aber finde das das ja ist toll, dass die schon jetzt was auch sehr so. Hochwertiges. Also da sind dann schon so Mega-Influencer eingeladen von so großen Konzernen und Ja, von der Wahnsinn, ja. Deutschen Bank und so, ja. Und ich bin dann wahrscheinlich die Älteste in der ganzen Truppe und ich finde es total lustig, ja. Ja. Also, als die mich jetzt angefragt hatten, da habe ich mich doch sehr amüsiert und gesagt, ist Ihnen bewusst, dass ich ja nicht mehr 20 bin? Ja. Genau deswegen finden wir sie so also spannend, Genau. was wir sonst Ja. nie kennen. Ja, und dann bin ich halt bei Zeitsilber. Wir haben uns jetzt formiert. Wir haben uns jetzt endlich am Markt aufgestellt. Warum? Plattform ist jetzt fertig. Und jetzt bin ich eigentlich so eine Mischung geworden. Natürlich mit Begeisterung immer noch Botschafterin, logisch. Aber dass ich jetzt auch sehr viele Aufgaben intern übernommen habe, weil ich eben. Weißt du, wenn du 40 Jahre lang den Leuten beibringst, wie sie führen sollen, dann hast du ja irgendwas für dich auch mal gelernt. Sage ich Genau. ganz locker. Aber was ich noch mal ganz kurz sagen möchte, Angelika, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, dass du mal ganz kurz erklärst, was ist überhaupt Nee, Zeitsilber? das Weil wollte ich wir gerne beide, wir machen. tun jetzt so, als wenn das so Mein Lieber. selbstverständlich ist. Ich glaube es nicht, dass das jemand kennt. Und es ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, dass du es vielleicht noch mal kurz erläuterst, falls da jemand dabei ist, der sich oder die sich dafür besonders auch interessiert. Ja, das ist wunderbar, dass du darauf hinweist. Ja, ZeitSilber ist eine digitale Tätigkeitsplattform. Das heißt, es läuft wirklich digital. Das ist, sagen wir mal, eine Jobbörse 50 plus. Ja, ganz bewusst 50 plus. Das war auch der Grund, warum wir den Zukunftspreis innerhalb dieses Demografiepreises gewonnen haben, weil wir damit genau dieser Generation 50 plus nochmal einen neuen Weg aufzeigen. Ich hatte jetzt gerade wieder einiges zum Thema Altersdiskriminierung
Und da macht sich ja immer klar, dass wenn du dich jetzt mit 50 plus, sagen wir mal, in irgendeiner Jobbörse bewirbst, kaum Ja. Chancen. Und das ist für uns, das ist praktisch unser Angebot, das ist unser USP, Zeit selber verbindet. Und wir bieten halt, wir bauen das jetzt auf, dass wir Menschen, wir suchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 50 plus, die Arbeitgeber dürfen natürlich auch jünger sein, aber es geht uns wirklich um Ja. die Arbeitnehmer 50 plus. Und Ja, das. und du sagst es ja, das braucht da eine extra Plattform. Aber wie kann man denn überhaupt, das finde ich jetzt, also das ist eine ernst gemeinte Frage, weil ich sie selber nicht ganz beantworten kann. Wie kann man das eigentlich nachweisen, wenn Ageism oder hier Altersdiskriminierung stattfindet? Denn es ist ja im letztendlichen Sinne, wenn du eine Absage gleich sofort kriegst oder wenn du jetzt eben vielleicht gar nicht erst berücksichtigt wirst, bekommst du es doch als Bewerberin gar nicht mit. Das ist im Bewerbungsverfahren ein Ding, wobei ich würde immer nachfragen. Ich habe gelernt, ich bin da sehr straight. Ich möchte es verstehen, warum haben Sie abgesagt? Das machen aber leider, 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 leider viel zu wenig die Frauen. Die bleiben Ja. nicht dran. Also da bin ich inzwischen sehr straight. Auf der anderen Seite, ich habe gerade heute eine ganz spannende PN bekommen über LinkedIn, wo mir dann eine Frau schrieb, wie sie innerhalb des Teams dann diskriminiert wurde, dass sie dann so ein bisschen eher zur Seite gestellt wurde, dann als ein bisschen doof dargestellt wurde. Also wie sie praktisch darauf vorbereitet wurde, dass sie aussortiert wird. Ja. Was sie dann auch versucht hat, dagegen zu unternehmen. Ich kenne auch diverse andere Fälle, auch von großen Konzernen, die aussortiert wurden. Ja. Inzwischen haben wir das Antidiskriminierungsgesetz. Die Genau. wenigsten greifen leider darauf zurück und sagen, okay, ich lasse mir das nicht gefallen, weil sie auch noch Ängste haben. Aber das sollte man hier auch nochmal in dem Zusammenhang ganz klar sagen. Das ist auch wichtig, sich dagegen zu verwahren. Und da will ich gerade auch Frauen den Mut machen. Frauen sind eigentlich auch mit 50 plus oft so ein bisschen, die sind schon ganz gut drauf, aber oftmals auch so ein Stück ratlos noch. Und da sage ich auch, Mensch, Mädels, geht ran. Lasst euch da nicht beeindrucken von irgendwelchen dollen, was weiß ich, Heroes oder so, sondern es geht um dich, es geht um deinen Job, es geht um dein Leben. Und wenn dir das wichtig ist, dann engagier dich und hau da rein und wehr dich. Aber es ist ja letztlich so, es braucht natürlich für jede, sag mal so, wenn du jetzt auch, wir wissen es ja beide, die Ferda Attermann hat ja sogar festgestellt, dass die Altersdiskriminierung, wir oder ich auf jeden Fall habe schon immer gesagt, ich bin der Meinung, das ist das Thema Alter deckelt die gesamten anderen Charta der Vielfalt Punkte, weil das betrifft ja jeden. Irgendwann sind ja alle älter und jeder war auch mal jünger, aber ich will noch kurz dazu. Und jetzt war es aber so, dass selbst die Ferda Attermann das jetzt zu einem großen Thema gemacht hat, weil der größte Teil der Diskriminierung von der Prozentzahl her war tatsächlich die Altersdiskriminierung. Und zwar Ja, junge wobei. Leute, die gesagt haben, wir werden diskriminiert, weil wir nicht rangenommen werden und weil wir nicht dürfen, obwohl wir schon können. Und die Älteren, die auch sagen, wir werden nicht rangenommen, wir dürfen nicht, obwohl wir könnten. Insofern haben die da sogar etwas, was denen gemeinsam ist. Aber jetzt ist ja die Frage, diese Nachweisbarkeit musst du ja dann schließlich vielleicht einen Zeugen haben. Wie macht Ja, man also das? was du nochmal gesagt hast, das ist ganz wichtig zum Thema Altersdiskriminierung, dass es beide Seiten betrifft. Aber Ja. wichtig ist natürlich, dass es auch augenfälliger mehr ältere Mitarbeiter betrifft. Ja. Es ist schwierig. Es ist ja genau dieser Graubereich, der ja auch dann von Arbeitgebern ausgenutzt wird. Und was ich, wie gesagt, durch meinen Nachfragen immer wieder feststelle, wenn du nachfragst, ich möchte, und zwar sehr geschickt nachfragst, ich möchte verstehen, warum sie sich so und so mir gegenüber verhalten. Ich habe das Gefühl, also wenn du in die Kommunikation kommst, dann müssen die ja irgendwann auch tatsächlich ein Stück Farbe bekennen. Jetzt wird natürlich jeder, der zuhört, sagen, das geht nicht. Doch, auch Konflikte kann ich am besten lösen, indem ich rede. Ja. Indem ich mich beleidigt in die Ecke verkrieche und nichts mehr mache. Das heißt, was ich auch in meinen Jahren der Selbstständigkeit gelernt habe, es wird immer noch, es wird viel geredet, viele Blasen und bla bla, aber es wird nicht, wenn es wichtig ist, miteinander geredet. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, ich würde zum Beispiel auch nicht dann zu meinem Chef gehen und sagen, Sie diskriminieren mich.
Das ist ja ganz klar, das bringt ja nun überhaupt gar nichts. Richtig, genau, das Sondern ist ja. das ist ja eine Behauptung. Da würde Ja. jetzt kurz sagen, was bilden Sie sich hier eigentlich ein, ja? Nein, Ja. ich muss wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen und dann auch meine Gefühle mal klar machen und deutlich machen. Richtig ist natürlich, es spielt oftmals noch eine Rolle dieser Stereotypen, dass uns Älteren unterstellt wird, wir seien zu doof für das, 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 das Ja. und wir seien zu teuer. Und das sind natürlich wirklich ganz klare Vorurteile. Ja. Ich habe auch oft schon gesagt, viele sind ja dann auch in älteren Jahren dann häufig auch schon, weil sie es sehr gerne machen. Wir erleben das, wir beide haben es erlebt in unserem Umfeld, dass sehr viele plötzlich in, ich sage jetzt mal, in so ein Schlagwort Midlife-Crisis, viele sagen, jetzt möchte ich mal was Eigenes machen, jetzt ziehe ich meine Uridee mal durch, jetzt möchte ich gerne selbstständig sein. So, und nun kommt ja der Punkt, wo dann viele sagen, es gibt keine Arbeitskräfte, keine Fachkräfte. Und da habe ich schon ganz oft, wenn ich in Unternehmen bin oder auch mit Unternehmen Beratungsgespräche führe, dann habe ich schon ganz oft gesagt, gucken Sie sich doch auch mal bei den Selbstständigen um. Wer sagt denn nur, weil der mal eine Auszeit genommen hat für 2 oder 5 oder 10 Jahre, dass der nie wieder rekrutierbar ist, ne? Sehr, sehr, Auch sehr da gut. gibt es so eine große Blockade, habe ich manchmal das Gefühl. Fantastisch, was du da machst. Kann ich tausendmal unterstreichen. Ich habe jetzt auch gerade, da war dann wieder irgend so ein Post, wie toll Selbstständigkeit ist. Ich habe dagegen gehalten und gesagt, das ist nicht nur ein Ja. Zuckerschlecken. Ich habe zu Zeiten angefangen, als es weder irgendwelche Businesspläne noch irgendwelche Kohle vom Staat gab. Ich habe mich durchgeschlagen ohne digitales Netzwerk. Ja. Aber ich war dann erfolgreich. Nur heute ist es anders. Anders. Und ich bin jetzt auch im Team von Zeitsilber. Ich mache es jetzt auch nochmal anders, ja. Ja. Und ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst. Es gibt Selbstständigkeit, du musst ja nicht deine Selbstständigkeit komplett aufgeben, aber zu Einmal das, wissen, genau. ja, dass du da vielleicht irgendwo anders noch dein Wissen teilen kannst. Ich bin eine große, begeisterte Anhängerin, deswegen auch gerne Mentorin. Mein Wissen teile ich doch für mein Leben Ja. gerne. Ich wohne inzwischen, weil ja die Familie nun auch erwachsen ist, mit meiner Katze zusammen. Die interessiert es aber nicht dauernd. Die Katze ist besonders dominant und eigenbrötlerisch, habe ich gelernt. Also das ist der Unterschied. Ich hatte nur einmal eine Katze und die habe ich aber zum falschen Zeitpunkt gekauft. Ich gebe es auch zu. Das war jetzt weniger, dass sie mich nicht über alles geliebt hat, aber aus dieser Liebe wurde dann sozusagen Protestverhalten. Ich will das jetzt vorsichtig ausdrücken. Also am Ende musste die Couch auf die Straße, um das mal zu beenden. Und ich bin also ganz großer Hundefan. Aber ja, wie gesagt, jeder hat ja so sein Tier. Aber Tatsache ist natürlich, ich finde es auch sehr schade, dass es immer nur dieses Schwarz-Weiß gibt, dass es so heißt, also entweder ist man angestellt oder man ist selbstständig. Und dann, und das ist das wieder das Überraschende, weil wir ja beide mit diesem Thema alt-jung auch oft operieren, dann liest man ganz häufig mit großer Begeisterung, wie die neue Generation sagt, ich möchte 1, 2 Tage in der Woche bei Ihnen Zeit für mein Hobby haben oder für mein Ehrenamt oder ich würde gern mein Start-up weiter ausentwickeln. Da ist das dann plötzlich eine riesentolle Idee. Und warum nicht auch diese Gelegenheiten eben halt auch in der älteren Generation mal andenken und sagen, die Ja. ist zwar jetzt schon jahrelang Unternehmerin oder sie ist doch schon da oder er ist doch schon da und da tätig, aber lassen wir ihn doch vielleicht bei uns für 2 Tage kommen, wenn die Person zu teuer ist in Tüdelchen, was ja, wie wir beide wissen, nicht sein muss. Aber wenn es so wäre, lass sie doch dann eben 2 Tage kommen und die anderen Tage kann man noch mit anderen Dingen Ja, operieren. und das Auch ist diese Dinge genau, werden zu wenig anprobiert, ja, ne? ich würde das unter die große Überschrift fluides Arbeiten sehen. Ja. Und das fängt ja mit fluidem Denken an, dass wir wirklich da auch mal beweglicher werden. Ja. Du sprichst mir da sehr aus der Seele. Was anderes mache ich ja mit Zeitsilber auch nicht. Also Genau. ich muss sagen, Zeitsilber hat sich so zu meiner Altersliebe entwickelt. Da stehe ich auch zu, sage ich auch immer ganz gern. Ja. Ich mache ja auch noch andere Sachen. Natürlich werde ich immer noch, mache ja noch Beratung, 1:1 Beratung inzwischen, so für Leute, die nicht so genau wissen, wollen sie in Rente gehen oder weitermachen oder Ja, so, ja. Und genau. natürlich mache ich das auch noch.
Und wie du sagst, ne, ich mache auch noch tausend andere Sachen, aber es geht ja nicht darum, dass man ständig irgendwas macht oder sich auch, was mich sehr nervt, wenn ich Leuten sage, begeistert, so wie ich so nun mal bin, sage, oh, ich arbeite noch, ja? Ja. Haben Sie das nötig? Ja. Brauchen Sie das? Das ist eben genau die Weißt falsche, du, dir sofort diese unterstellt, Schwarz-Weiß, dass ne? du dass du zu deiner Rente und selbst wenn, das wäre ja übrigens auch, ich weiß nicht, was daran schlimm ist, wenn man sagen würde, man wird zur Rente dazu verdienen. Da gibt Genau. es ja auch die Plattform von Zeitsilber, die genau dieses Modell auch anbietet. Ach so, Nein, ja. es geht Da einfach. wollte ich gerade nämlich noch mal drauf reinkommen, weil du jetzt gerade das Stichwort, dass wir das ruhig mal aufgreifen. Es gibt ja auch immer dieses Hören und Sagen, dass in dem Moment, wenn man den Renteneintritt, ne, wann ist der beim Selbstständigen, ist der ja nicht, in dem Nee. herkömmlichen Sinne, wenn man jetzt immer selbstständig war, wenn man immer so eine Mixkalkulation hatte, dann hat man wahrscheinlich auch immer noch eine Rente bei der Rentenanstalt und trotzdem auch vielleicht schon andere Rücklagen. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das eigentlich so, Angelika, dass immer ab einem bestimmten Alter nur noch Angebote kommen für Ehrenamt oder Sie könnten doch das und das. Ich habe jetzt vorhin ja gesagt, also ich mache diesen Podcast ja auch ehrenamtlich ich verstehe bloß nicht. Ich meine, in dem Fall ist es ja meine Erfindung, aber ich will nur sagen, ich verstehe es nicht, warum dann immer gleich gesagt wird, ab einem bestimmten Alter, jetzt müssen die sich plötzlich umsonst hergeben. Und ich sage ganz bewusst das Wort umsonst, weil es gibt ja von Gratian I. Morales, haben wir mal für eine Imagebroschüre benutzt, was nichts kostet, ist nichts wert. Was sagst du So dazu? ist so, sehe ich genauso. Ich komme natürlich, meine Vorbilder in der Familie selber waren natürlich auch, also meine Großmutter war auch große Ehrenamtlerin und so, Ja. ja. Aber wir müssen jetzt ein neues Bild kreieren. Ich darf Geld verdienen, solange ich Lust habe, denn Geld stinkt nicht, Geld kann auch Spaß Ja. machen. Und ich kann natürlich nebenbei auch noch ein kostenloses Ehrenamt bedienen, wenn ich dazu Lust habe, wie zum Beispiel Mentoring oder was ich Ja. sonst noch mache. Aber es soll eben, wie du sagst, es soll ein anderes Bewusstsein auch hergestellt werden, dass wir auch das Recht haben, noch Geld zu verdienen. Ja. Und warum? Und das mit der Rente. Ich hatte das Glück, eine gnadenlose Steuerberaterin gehabt zu haben, damals. Ja. Ja, du, das war, ich bin manchmal heulend da raus, aber Gott hab sie selig. Heute weiß ich, was ich bei ihr gelernt habe. Dann bekam meine ersten Einkünfte, die wurden dann aufgedröselt. Das ist dafür, das ist fürs Finanzamt und das ist für die Rente. Und du glaubst es nicht, ich kriege eine richtig taffe, gute Rente. Ja, Dank toll. ihr, weil sie gnadenlos gesagt hat, da wird eingezahlt. Ja, Von daher aber bin da ist ja auch heute ihr kaum das gegenüber, Verständnis da, ne? In ja, den aber da bin ich Schulklassen und natürlich. nirgendwo wird das unterrichtet, ne? Ja, das ist das eine. Und da bin ich vielen in unserer Generation sehr, sehr voraus, dass ich wirklich eine richtig gute BFA-Rente kriege und das eben jetzt alles noch so auch nebenbei verdiene. Das Ja. steht dazu und das finde ich wundervoll, Ja. denn diese Rente habe ich auch alleine eingezahlt. Dafür konnte Eben, ich dann eben nicht genau. irgendwie Kreuzfahrten und sonst was machen, die mir auch nicht gefehlt haben, sondern ich habe dann eben auch meine Rücklagen gebildet, ja. Ja. Nee, ich finde das wirklich klasse. Und ich spreche die Themen an, weil wir beide kommen ja automatisch drauf, aber trotz alledem, wenn du es nicht auch immer mir das Stichwort geben würdest, das sind meine Punkte, die ich ohnehin fragen wollte. Das ist nämlich ein Punkt, dieses Geld. Es ist ja heute so, dass jetzt diskutiert wird, dass ja jetzt dann eben auch in Zukunft, wenn das durchkommt, wir wissen, ich bin auch schon manchmal verwirrt, was war jetzt eigentlich in der Ampel oder überhaupt generell in der Politik gerade diskutiert als Entwurf und was ist jetzt wirklich schon durchgekommen? Aber theoretisch ist ja jetzt in Zukunft geplant, dass man dann eben neben der Rente eben so viel verdienen kann, wie man will Das ist und dass schon es eben durch. nicht nochmal Steuern kostet, obwohl ja die Rente zweimal versteuert wird, ne? Das ist ja auch schon etwas obskur. So, und da ist die Frage eben, da müssen natürlich viele Systeme umgestellt werden, aber ich sage auch immer, ganz penetrant, wenn wir solche furchtbaren Rentenzahlen haben, und ich hatte eben die Gelegenheit, ein paar Mal Menschen zu interviewen, wo ich dicke, fette, 70-seitige Pamphlete hatte, die ich vorher durchgelesen habe, und habe dann voller Schrecken zum Beispiel in Hamburg entdecken müssen, dass wir die Stadt mit der größten Altersarmut sind und das als eine der reichsten Städte in Deutschland.
Und da muss ich doch sagen, also wenn dem so ist, dann kann man doch nicht immer nur verlangen, dass der frühere Ehrenamtler war ja meistens eben schon über 60. Das wissen die meisten nicht. Aber geh doch mal zur Tafel, geh doch mal irgendwo in einen Sozialverein. Da sitzen doch die ganzen Menschen, die selber auch nicht viel haben, aber trotzdem ihr Ehrenamt machen. Und da habe ich das jetzt ein paar Mal mir erlaubt, das war so richtig große Fettnäpfchen betreten, habe ich immer mal so erlaubt, die Frage zu stellen, darf man eigentlich jetzt mal das Thema Ehrenamt nochmal neu diskutieren? Ja, Vielleicht gibt es unbedingt. dafür Punkte im Rentensystem, ne? Was auch Wir immer. Ich müssen bin das ja neu gesprächsbereit. diskutieren. Wir müssen das neu diskutieren, aber soweit ich weiß, ist das bei dem Heilschen, also bei dem aktuellen Arbeitsminister angekommen. Es ist auch schon längst, soweit ich weiß, kannst du heute endlos dazu verdienen, dass du natürlich dein Verdienst versteuern musst. Das ist klar, also kannst du nicht, wenn du 3.000 Euro verdienst, sagen, das ist all mein, sondern da gibt es auch was dem Staat ab. Das Ja. ist ja auch total legitim. Aber du kannst jetzt so viel dazu verdienen, auch wenn du Ja. nicht selbstständig bist, also wenn du auch Ja. im Angestelltenverhältnis bist. Das ist das eine, also jeder kann dazu verdienen. Und ich Ja. sehe das genauso, da bin ich sehr froh, dass du das sagst. Wir müssen als Role Models auch klar machen, in dem Fall wirklich Role Models, dass wir Ehrenamt gut finden, aber dass es verdammt nochmal in irgendeiner Form honoriert werden muss. Genau. Nicht mit dem Dankeschön oder mit dem Blümchen, sondern ganz wie du hast ein schönes Beispiel gebracht, mit Rentenpunkten oder was Ja. weiß ich, am besten noch mit, dass man da auch verdient und dass das dann auch deutlich wird, dass im Grunde genommen wir da ja auch eine Menge Arbeit leisten, ne? Genau. Und deswegen, da hatte ja mal jemand so unvorsichtigerweise oder so absichtlich ein bisschen provokant auch mal bei LinkedIn irgendwie, habe ich mal mitgelesen oder ich habe es auch vielleicht schon selber mal formuliert, dass wenn jetzt alle Frauen und Ehrenämter, also Frauen nehme ich mal gerne dazu, weil Frauen auch durch den hohen Anteil, wollen sie ja auflösen, an Teilzeit, aber auch hohen Anteil an etwas Zeit, was sie sich immer wieder rauskegeln, was immer wieder trotzdem noch übrig bleibt für soziale Aufgaben. Wenn alle Frauen und Ehrenämter mal alle ihre Dienste niederlegen würden, dann wird es aber in Deutschland in einigen Bereichen aber ganz schlecht aussehen, ne? Ganz schnell dunkel werden, ja. Ja. Und was natürlich bei Zeitsilber auch noch ganz interessant ist, dass wir natürlich auch Leute vermitteln wollen, das besprechen wir auch mit den Arbeitgebern, die genau wie du sagst, so schwierigere Biografien haben. Und das sind 80% aller Frauen, selbst wenn sich bei LinkedIn immer die Frauen so als mega darstellen. Nein, sie haben alle. Ich kenne so gut wie kaum eine Frau, die nicht in irgendeiner Weise eine gebrochene Ja, Biografie hat. Und das genau. soll uns auch verdammt nochmal endlich stolz machen. Ja. Denn guck dir dein Leben an. Guck mal, ich habe mein Abitur damals gemacht auf dem vierten Bildungsweg. So, siehst du. Weil ich komme noch Ja, aus. das haben viele und oder manche haben die Kinder zu früh gekriegt, haben dann unterbrochen Das und haben hatte ich dann ja schon. später Ich hatte dann weitergemacht, ne? auch einen Sohn schon. Das heißt, der vierte Bildungsweg, das ging in Niedersachsen. Du konntest so eine Sonderbegabtenprüfung machen an der Hochschule. Warum? Ja, meine drei Brüder, die wurden selbstverständlich ja traditionell, weil die Leute jetzt wieder so sagen, oh, früher war alles besser. Nein, es war natürlich, ist es Unsinn. Ja. Die wurden, ich sag mal, ganz normal gepampert und denen wurden diverse Angebote gemacht. Ja. Und ich lief dann da so als einzelne Tochter dahinterher und habe dann letztendlich mein eigenes Leben mir zusammengeschustert. Mit heute bin ich wirklich stolz drauf, darf ich auch sein. Denn ich bin dann mit meinem Sohn nach Berlin gegangen, habe auch sofort einen Antrag beim Senator gestellt und habe somit auch in einem der renommiertesten Institute seiner Zeit, das Otto-Suhr-Institut Politische Wissenschaften, studiert. Mit einem immerhin Hochschulabschluss, also nicht Magister oder Blabla, sondern Nee, wirklich einen genau. Hochschulabschluss. Ja, siehst du. So, und das sind auch, und als ich anfing zu studieren, hieß es noch, das Studium wird angerechnet bei der Rente. Ja, mitten während des Studiums hieß es, nö, Naja. das wird gar nicht mehr Ich berechnet. Ja, weiß, dass ich als Schülerin nebenbei immer gejobbt habe und ich bin extra zum Amt, also in meiner Gemeinde in dem Fall. Das war nicht Hamburg, sondern so ein Vorort. Und in der Gemeinde habe ich extra den Antrag gestellt, mir die Lohnsteuerkarte, dann bin ich zum Gesundheitsamt, habe mich nochmal untersuchen lassen, weil damals für die Lebensmittelsachen, also ich habe mal bei so einer Würstchenfabrik und so einem blöden, das waren teilweise schon komische Jobs, aber es lustig. war auf jeden Fall lernmäßig, war es wichtig für mich, weil ich habe dann zumindest gewusst, warum ich weiter zur Schule gehe.
Und ich will nur sagen, ich habe mich geärgert, als ich irgendwann mal gehört habe, so, jetzt werden auch die ganzen Lohnsteuereinzahlungen in der Schulzeit gestrichen. Und dann habe ich gedacht, ich könnte so gut für diese Bereiche da in der Mutterschaftszeit, da hätte ich ein paar gerne noch ein paar Rentenpunkte dazu bekommen. Und stattdessen fangen sie, ohne einen zu fragen, ohne da groß zu informieren, haben sie da die Schul- und die Studienzeiten einfach dieses ganze Gejobbe. Ich hätte das alles illegal machen können. Stattdessen bin ich zum Amt, habe das offiziell gemacht mit Lohnsteuer und das ganze Programm, wenn man da mehrere Ferien zusammen addiert, kam da ziemlich was zusammen. Und es ist einfach immer wieder so, dass da Sachen weggestrichen werden bei Frauen. Genauso die Dilettante. Ich bin da betroffen, die Mütterrente. Deswegen habe ich jetzt gerade geschrieben, weil das gerade so in ist. Hashtag Finger weg von der Mütterrente. Weil das ist so für die meisten ist das immer so eine Geschichte, als wenn das was mit der CSU zu tun hat. Das betrifft mich. Ich bin eine Mutter, die vor 1992 geboren hat. Das heißt, warum kriegen wir hatten ja vorher nur 1,5 Jahre angerechnet bekommen. Dann haben sie es geändert, endlich auf 2,5. Aber was alle vergessen, dass alle Kinder, die nach 92 geboren, also die ja nach 92 geboren sind, dass die alle selbstverständlich pro Kind drei Jahre angerechnet kriegen. Und Ja, gerade das bei ist der Mütterrente, sowieso bei den Frauen, die was. heute Altersarmut haben, ich Ja. gehöre ja noch nicht zu den Rentnern, aber wenn, dann sage ich eben, ich sehe es nicht ein, dass die immer dann bei denen, die am ruhigsten sind, die nennt man ja auch stille Generation, nicht umsonst, also das ist dann auch die Generation meiner Mutter und dergleichen Jahrgänge, die eben hochaltrig sind. Und ich finde das eine Unverschämtheit. Ja, du Wieso hast da völlig nachträglich denen recht. was wegkürzen, ne? Nur das Schlimme ist, dass sich junge Frauen dessen nicht bewusst sind. Die regen sich Ja. dann auf, dass bei einem Einkommen, ich glaube ab 120.000 Euro oder so, das Kindergeld etwas abgesenkt werden soll. Da regen sie sich drüber auf. Du weißt noch, was war, ich habe gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, mein Sohn, für den habe ich, glaube ich, 25 D-Mark Kindergeld bekommen. Ja, siehst du, Und bei Wahnsinn. meiner Tochter, die ist 10 Jahre später geboren, ich glaube, da waren es 50 D-Mark, Verrückt, ja, ne? Ja. das heißt, Naja, wenn man das mit heute vergleicht, ne? ja, das geht jetzt, und das finde ich auch richtig, was du sagst, das ist auch ganz ungerecht in dem System, sehe ich auch so, und diese 30 Euro mehr, die du da auf die Rente kriegst, oder ich habe es vergessen, wie viel das sind, Wir vielleicht. haben ja auch Kindergarten, war bei uns nicht umsonst. Dann musste man neben der Schule, bei Nein. mir war morgens die Schule mal um 10, dann war meine Tochter um 11:30 Uhr schon vor der Tür. Also ich musste alle kleinen Einheiten musste ich privat Ah. finanzieren und immer Ja. entweder so ein Elternverein, der sich gegründet hatte, oder wir hatten dann die Tagesmutter, was hatte ich alles? Kinderfrau, Tagesmutter, Au-pair-Mädchen. Ich habe alles Das haben wir durchprobiert. alles selber von unserem Ja. Geld bezahlt. Und das war unsere Rente, weil das ist Geld, was andere nebenbei eben zur Seite packen können. Weil wenn du jeden Monat um die 600 Euro D-Mark damals an so einen Kindergarten bezahlt hast, für einen Ganztagsplatz später, dann hast du da eben da einen gewaltigen Posten, der jetzt heute teilweise in Großstädten ja umsonst ist, ne? Ja, und der dann natürlich irgendwann eventuell fehlt. Und das sage ich auch den Leuten, wenn ich alleinerziehende Mama bin aus der Zeit, genau wie du sagst, man hat mal ausgerechnet, ich glaube, pro Kind hätten wir uns einen Porsche leisten können. Ja. Brauche ich nicht unbedingt, aber ich sage das mal, ja. Ja. Das heißt, genau, diese ganzen Kosten, die haben wir alle noch extra getragen. Das ging mir doch genauso. Richtig. Erstens warst Und du froh, wenn du das überhaupt wird immer Kinder. so wegdiskutiert, so wie altmodisch und was wollen die mit ihrer Mütterrente? Aber Tatsache ist, es geht für mich auch um Gerechtigkeit. Ja. Warum gibt es plötzlich einen Jahrgang und dann ist alles ganz anders und die Jahrgänge danach, die bekommen alles sozusagen viel besser? Und letztendlich ist das überhaupt nicht die Wahrheit, dass es damals billiger war als heutzutage. Also wir hatten alle unsere Themen und wir hatten auch die Problematik, das kam ja noch hinzu, dass dann ja auch sehr viel mehr Vorurteile in der Arbeitswelt auch waren, wenn man dann heimlich, ich weiß noch, wie mir wurde ja vieles verboten, was man heute kann man da ganz offen drüber reden, ich habe Schwangerschaftsschmerzen oder ich bin überhaupt schwanger. Wir mussten doch immer so tun, als wenn wir nicht schwanger. Ich erinnere mich an mein A-förmiges Blusenkleid, was ich bis zum letzten Moment, bis ich es ja sagen musste. Und ich weiß noch, ich hatte gerade wir hatten, also ich war ja in der Werbung und da hatten wir gerade Benson und Hedges gewonnen und ich war dafür zuständig. Und die ganzen Männer in dem Raum, es waren viele Männer, und ich war da die Einzige sozusagen, die schwanger war, heimlich schwanger war. Und alle rauchten wie ein Schlot in diesem Meetingraum, weil das war ja damals noch die Zeiten, wo man geraucht hat.
Und es waren die Zeiten, wo man eben, wie gesagt, ja ohnehin alles heimlich gemacht hat. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz schön schwer als Frau, dann Führungsfrau zu sein und gleichzeitig schwanger. Das war nicht ein Spaß. Und da hatten wir ganz Nein, schöne vor Themen allem, teilweise, ne? du wurdest auch, wie du sagst, ich kenne ja diese Diskriminierung. Ich war ja meistens eine Rabenmutter. Ja, das ja auch noch. Das ist ja auch Ja. so ein typisch deutsches Wort, Das ne? können sich viele gar nicht vorstellen, weil die wissen, wieso warst du eine Rabenmutter? Ja, weil du wurdest ja schon schief angeguckt, dass du überhaupt gearbeitet hast. Ja. Und das war ja schon damals. Und stell dir auch vor, das neue Familienrecht war ja dann auch noch nicht so ausgewogen wie heute. Wenn du dann dich hast scheiden lassen, hast du ja auch nicht die dicke Kohle dann bekommen, wo du dich Nee, überhaupt nicht. Und dann gab es ja noch die ganze ausgewogen. Diskriminierung um die Schule herum, dass viele gesagt haben, wie bitte? Und dann arbeiten sie, ne? Da sage ich, ja, die Alternative ist ja, dass man dann nur noch Sozialhilfe, das will man ja auch nicht unbedingt. Und so hat man ja auch den Anschluss zur Arbeitswelt behalten. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, alles musste privat finanziert werden. Und ich erinnere dann noch ein nächstes Gesetz, was auch ganz fürchterlich war. Du erinnerst dich sicher auch, als es hieß, die Haushilfe, die soll jetzt offiziell angemeldet werden. Aus meiner 800 D-Mark Kinderfrau, die eben eigentlich mittags kam, kochte und dann eben Hausaufgaben beaufsichtigen sollte, dritte Klasse Grundschule, weiß ich noch, also eigentlich aus meiner Sicht nicht so viel, die wurde plötzlich zu einer 1400-Kraft, weil sie auf einmal plötzlich angemeldet wurde zur AOK Deutschland. Und oh Gott, jetzt müssen wir löschen, löschen, löschen die ganzen Markenbegriffe. Aber ich sag nur, das waren ja auch manchmal so kleine Gesetzesänderungen, wo du dann auf einmal so als Frau gesagt, bitte, oh Gott. Und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wenn man 1400 D-Mark verdienen musste, was man dann alleine dafür brutto verdienen musste. Ja, vor Ne? allem wir Frauen haben ja im Grunde genommen bis heute, da gibt es ja nun diverse Statistiken, das ist ja alles nichts Neues oder Besonderes oder Aufregendes, verdienen wir immer noch viel weniger. Also Natürlich. dieser Equal Pay Day, das ist ja nicht irgendwie eine Einrichtung gewesen für irgendwelche spinnerten Frauen, die da mal ein bisschen mehr Kohle haben wollten. Nein, das ist ja bis heute immer noch die Ungerechtigkeit. Deswegen bin ich auch sehr stark zum Beispiel dafür, dass die Quotierung von Frauen in ein Gesetz kommt und dass es nicht irgendwie mal holla die hopp, wenn ich Bock habe, da so passiert. Und Ja. da habe ich eben auch gelernt, aufgrund genau dieser Erfahrung, die du sagst, dass wir da auch viel straighter sein, auch da wieder straighter sein müssen und das dann auch regulieren lassen sollten. Und da Natürlich. verstehe ich auch Frauen nicht, die dann sagen, ich bin nur was geworden, weil ich selber gut war. Haha. Ja, natürlich. Da Das kann ich ja es hat, nur. Da kann ich ne? ja nur Genau. grinsen und kommen wir jetzt zur Altersdiskriminierung. Wie sieht denn das in der Medienbranche aus? Ja, also in der Medienbranche ist Wer das eins der ersten wird denn Branchen als erstes gewesen, ne? aussortiert? Genau. Da ist das Ja. natürlich noch viel früher. Und aber andererseits hört man ja aus der IT-Branche, dass da auch schon 35 bis 40 schon das neue Aussortieralter ist. Also Ja. es ist einfach auch so, wir sind jetzt ganz, ganz weit oben an dem Peak auf dieser Negativentwicklung und es muss gestoppt werden. Wir sind auch als Land eines der letzten, die da übrigens dran arbeiten, denn in Amerika oder jetzt auch in England und in anderen Nachbarländern, da gibt es schon längst so eine Möglichkeit, sich auch anonym zu bewerben, dass man eben das Alter und das Aussehen weglässst. Davon profitieren Und übrigens vor auch allem auch unsere Migranten. den Ja. Namen. Also viele mit Migrationshintergrund, die ja genauso die Diskriminierung bis heute noch erleben. Natürlich. Ja, und nein, nein. Aber gehen wir mal aus der Jammerecke raus. Nämlich Das war vorwurfsvoll übrigens auch eine sein. Frage an dich. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Mensch, Angelika musst du fragen, weil die hat so schön, du hast ganz oft, und da hast du mich schon manchmal getriggert, obwohl ich ja nun, also ich bin ja nun der lustigste Mensch überhaupt, aber ich habe jetzt schon oft gelesen, der ewige Positivismus, der wäre doch auch enervierend. Und wir können es alle schaffen und du musst dich nur ein Nein, bisschen darum geht anstrengen. es ja gar Tief an nicht. deinem Mindset und so. Was sagst du als Königin des Positivismus? Was sagst du dazu? Ja, das ist natürlich alles Kiki. Darum geht es auch gar nicht, dass ich alles ewig positiv sehe. Aber ich muss mir eigentlich mal dessen bewusst sein, und mir immer wieder bewusst machen, was ich auch alles habe, wie gut es mir geht. Also, das ist keine Masche. Heute heißt es ja Journaling. Ich schreibe inzwischen Tagebuch Nummer 50. Ich bleibe auch bei dem Oh, Wort Tagebuch.
Und mach mir auch immer wieder klar, ich habe ja auch eine ganze Menge. Ich habe auch als Frau für mein Alter sehr, sehr viel erreicht. Und letztendlich, was, glaube ich, unsere Generation sehr stark trägt, ist dieses Thema Selbstverantwortung. Wenn wir es dann mal kapiert haben, wenn wir es kapiert haben, das hat eigentlich mein Leben sehr stark geprägt, in Selbstverantwortung für mich, für meine Kinder zu stehen und das durchzuziehen. Und dann hast du keine Zeit und keinen Bock mehr zu jammern. Und ich käme gar nicht auf die Idee, für alles, erstens, weil ich auch Staatsrecht noch studiert habe, den Staat dafür verantwortlich zu machen. Der ist nicht dafür verantwortlich, wie viele Kinder ich habe oder so. Gleichzeitig ist es aber doch ein Zeitalter, wo doch immer mehr nach dem Staat gerufen wird. Ja, Also, du komischerweise, hast da die wollen natürlich den den Staat. Punkt getroffen, ne? Ja, aber die Rechten wollen den Staat abschaffen. Ja, Ja, ach so, ein ist bisschen, das schon so deutlich? Also, ich weiß Gaga. nicht, abschaffen, aber sagen wir mal so, es ist schon ein bisschen so ein Höhepunkt erreicht, wo wir jetzt also mittlerweile auch schon die ganze Welt subventionieren. Und da hat man ja jetzt gemerkt, dass da auch so ein Kipppunkt ist. Also immer, wenn wir es so ein bisschen übertreiben, habe ich manchmal den Eindruck, so war es ja jetzt auch mal, ich weiß noch, als ich zur Schule ging, war ja nun gerade das Gegenteil der Fall. Da wurde ja eben wurde ja auch vieles eben anders aufgebaut und gegen den Staat und so weiter war ja sehr viel, ich meine, sehr militant auch bei mir an der Uni und so weiter. Da war schon ordentlich was los. Bin auch öfter angegriffen worden. Aber grundsätzlich ist es ja so, ich finde heute, müssten auch wieder mehr Leute eben irgendwo in so Vereine gehen und in Führungspositionen und nicht Ehrenamt unbedingt. Das hatten wir. Huch, jetzt ist was vorbei. So, ich bin da, ich bin da, ich bin Ach, da. super. Ja. Nein, du hast ja recht. Nee, es geht nur darum, dass zum Beispiel, man muss ja nur ein bisschen recherchieren und das ist das Wichtigste, was ich in meinem Studium gelernt habe und was heute durch die digitale Welt noch viel, viel einfacher geworden ist, wirklich zu recherchieren. Und da guck dir mal bitte den Fünf-Punkte-Plan von dem sogenannten Herrn Höcke an, Ach ja, so, ja, der das meinst König du, von ja. Thüringen werden will. Und das geht letztendlich darum, das musst du dir, da wo er die Axt ansetzt, das musst du nur mal jetzt wirklich richtig dir anschauen. Das geht voll darum, den Staat zu zerschlagen. Ach Und genau so. so fing das mit den Nazis auch mal an. Und ich bin erschüttert. Ich sage auch manchmal, vielleicht hat auch dieser Kapitalismus, dieser Überkonsum, die Hirne irgendwie kaputt gemacht oder vernebelt, dass die Leute diese, ja, dass denen das gar nicht bewusst ist. Ja, Es also ich glaube, da läuft was schief, wobei ich könnte mir auch vorstellen, der erste Schritt wäre ja auch möglich gewesen, dass man sonst auch mal überlegt, einfach nur an diese einzelne Person einmal ranzugehen und die erstmal sozusagen, ich will nicht sagen, aus dem Verkehr ziehen, aber zumindest vielleicht denen erstmal verbieten. Vielleicht ist das einfacher als gleich die ganze Partei, weil da haben die ja alle immer Angst, dass das vielleicht schief geht und dass man sich dadurch dann erst recht wieder bestätigt fühlt, nicht? Das gibt ja wohl immer die Debatte. Kann man das jetzt vor Gericht verbieten oder sollte man es verbieten oder ist das eine ich denke, einzelne das oder Ganze ist sind ein das einzelne Bildungsthema. Personen? Ne? Es ist nach wie vor für mich ein Bildungsthema. Und zwar fängt das in der Schule an, dass ich weiß, dass bis heute im Geschichtsunterricht viel, viel, viel zu wenig erzählt wird, was unsere Geschichte ist. Ja. Unsere Historie ist, die ja nun noch nicht so, die liegt ja nicht wie der Dreißigjährige Krieg im 16. Jahrhundert, sondern die liegt gerade im letzten Jahrhundert. Und von Natürlich. daher ist es für mich wirklich auch ein Bildungsthema, denn du kannst überall erleben, wenn darüber gesprochen wird, dann ist auf einmal eine große Betroffenheit auch da und dann ist Ja. auch ein großes Verständnis da. Und das fehlt mir und ich komme auch aus einer Generation, wo über das Dritte Reich nie gesprochen wurde. Ich komme eher aus einer Generation, wo auch zu Hause nie über sowas gesprochen Ach wurde. so. Ja, weil Ja, ich bin. bei uns wurde schon drüber gesprochen. Also ich bin schon da einen Schritt weiter, aber ich weiß aus meiner Erfahrung aus den Schulklassen, weil ich ja jetzt auch selber, ich habe ja fast 16 Jahre eine Privatuniversität geführt und ich weiß es aber auch aus, jetzt manchmal mache ich jetzt noch einmal die Woche mal Vorlesungen, aber nicht mehr so viel jetzt im Moment. Aber da habe ich auch Auszubildende oftmals eben, also ein andere, also hier nicht Studenten, sondern eben Auszubildende, aber die sind dann auch oft bei den Privatakademien dann auch schon ab 20. Und da habe ich doch ein Bild, dass da doch auch
oftmals ein sehr verzerrtes Bild ist, und da wird auch gerade von bestimmten jungen Männern dann auch wieder der Hitler so glorifiziert. Ich bin dann entsetzt, und das sind keine Deutschen, die das sind, sondern da sind andere in der Klasse. Und da denke ich manchmal, also da gibt es natürlich von allen Seiten jetzt so ein bisschen die Gefahr wieder, ne? Das ist eben das Schreckliche. Aber gut, kommen wir mal von diesem sehr heiklen Thema Ja, weiter. ich wollte dich noch mal was fragen zu dem Thema 50 plus. Wir haben ja jetzt Hashtag 50 plus gesagt, aber in Wirklichkeit müsstest du ja auch manchmal die anderen Hashtags benutzen. Hast du eine Erklärung dafür, warum das häufig dann nicht so gerne angefasst wird? Dass man gleich Ja, von weil vornherein die. sagt, komm, wir reden doch eigentlich von 50 plus nicht, sondern von 60 plus oder von 70 plus manchmal. Ja, ich glaube, also ich verbreite das ja auch ziemlich locker. Ich habe mir selber den Hashtag Working Silver Lady verpasst und Ja. habe jetzt ja, ist ja praktisch mein Branding Neudeutsch. Ja. Und ich habe eine Haltung zu meinem Alter. Ich werde dieses Jahr 75 Jahre alt. Ich finde das total, manchmal denke ich, hä? Wie geht das eigentlich? Ich bin Wahnsinn, mitten ja, in KI. toll. Zwischendrin, ich bin digital topfit. Ja, das heißt, das Alter hat auch diese ganzen Sprüche, Alter ist nur eine Zahl. Nein, natürlich tun mir ab und zu die Knochen weh, wenn ich da Ja. durch meinen Park jogge oder so. Ja, Ja. das hatte ich früher nicht, verdammt nochmal. Ja, Aber dass du überhaupt joggst, ist doch schon mal lobenswert. oder sowas. Ja, aber ich finde es ganz, ganz wichtig und das fehlt mir oft bei Frauen, wenn Frauen sehr viel offener eine Haltung, eine innere Haltung zu sich und ihrem Alter hätten. Ja. Und ich bin ja ein großer Fan davon, die innere Haltung geht auf die äußere Haltung, Ja. dann würden wir da auch ein anderes Bild kriegen. Das heißt, Ja. wenn ich eine innere Haltung habe und sage, ja, eigentlich bin ich stolz. Ich bin jeden Morgen begeistert, dass ich wieder aufwache und dann Ja. überlege ich, wow, was kann ich wieder alles in die Welt bringen oder mit der Welt machen? Ja. Und das ist auch eine Haltung. Und das ist, um nochmal von vorhin aufzugreifen, kein Positivismus, sondern auch das ist meine Haltung, dass ich begeistert bin, dass ich jeden Morgen wieder aufwache, dass ich dann aus dem Bett hüpfe, schon wieder 1000 Pläne habe, mir schon wieder eine Ja. Liste anlegen muss, dass ich nicht die Hälfte vergesse von meinen ganzen Begeisterungsgeschichten, die ich so mache, ja. Und dass ich auch mich in keinem Interview bisher auch nicht mal gescheut habe, zu sagen, ja, ich bin stolz, so alt zu sein, wie ich bin, denn das sollen andere erst mal bringen. Sie sollen Natürlich. erst mal so alt werden wie ich und dann dabei sich aber wirklich kontinuierlich Weiterentwickeln, nicht? weiterentwickeln. Und das Genau. habe ich jetzt 2020, als ich LinkedIn für mich entdeckte. Da bin ich ja sofort nach 3 Wochen in ein digitales Barcamp gesprungen. Glaubst du, ich wusste, was ein digitales Barcamp ist 2020? Ja, es war Ja. ja auch die Corona-Zeit, da ist Ich war wahnsinnig viel völlig passiert, ne? ratlos. Ich habe Ja. eine Nacht nicht geschlafen, habe Google gewälzt, ja. Aber als ich es drauf hatte, so. Ja, eben. Dann sofort das Ich fand, zweite das war auch eine Barcamp. richtige, ich fand diese Zeit, das haben sie auch jetzt neulich mal sogar statistisch irgendwo zusammengefasst als Studie, das war eine Zeit, wo wirklich eine Aufbruchstimmung war. Ja, Und ich es war auch war auch total eine ganz begeistert. tolle Community. Ja. Also da Also, entstanden ganz viele Initiativen, ja. ganz viel Ehrenamt, ganz viel Hilfe untereinander. Also es ist bloß leider so, und das war das Ende dieser Ergebnisse, dass sie gesagt haben, es hat auch vieles wieder aufgehört, jetzt wo Normalität, es ist wieder Ja. zurück vom Homeoffice ins Büro, viele Firmen wollen wieder mehr Präsenz sehen und so weiter. Also da sind natürlich auch viele Formate dabei dann eben wieder draufgegangen, nicht? Aber was du sagst, ich werde es nie vergessen. Ich war natürlich zu Hause. Ich hatte ja noch davor Bestrahlung gehabt. Ich durfte sowieso, ich musste mich sowieso, ich gehörte zu diesen Leuten, die sowieso zu niemandem Kontakt haben durften. Ja. Was tun? Ich kann ja heulen oder was machen. Und dann habe ich gesagt, auf in die digitale Welt. Und du, als der erste Lockdown vorbei war, ich hatte gar keine Zeit. Ja. Ich war so beschäftigt mit LinkedIn und allen möglichen Sachen, entwickelte, habe dann sofort angefangen, meine Webinare zu machen. Ganz normal. Da haben sich Ja. auch gewundert, dass ich sowas schon mache. Ich kenne heute jede Plattform, ich kann mich auf jeder Plattform Ja. bewegen. Aber ich bin mitgegangen, ich bin mitgelaufen, ich fand das total spannend Ja. und habe mir das ja, das merkst du vielleicht auch bis heute auch erhalten. Also ich finde jetzt diese Ja. ganze Diskussion mit KI
Total interessant. Und das ist schon wieder so, also da muss ich mich schon wieder so ein bisschen zusammenhalten, dass ich nicht wieder vor lauter Begeisterung alles Mögliche mache. Ich lese, ich habe mich reingelesen in das Thema. Und ja, und das finde ich eben wichtig, diese, dass du dir auch mit Ü70 diese Offenheit erhältst. Ja. Und Ja, da deswegen ist finde ja ich. die Frage bei diesen Plattformen, es gibt ja auch manche Jobbörsen, die explizit für Leute sind ab 70 oder ab 60. Und dann gibt es Jobplattformen, wo wir sagen, da ist man ja noch mit, also da ist ja nun wirklich nichts Besonderes dran. 50 plus ist ja eigentlich, wenn man überlegt, dass da noch 17 Arbeitsjahre sind ab 50, mindestens, ich rede jetzt von der offiziellen Rentenbeginn, bei mir wäre es jetzt 67. Dann hat man 17 Jahre noch, wo die Leute noch arbeiten können. Warum muss man da das eigentlich überhaupt betonen? Das war ja schon traurig genug, ne? Dass man eben da das so rausgegriffen hat. Und daher ist ja die Frage, gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man sagt, also jetzt habe ich doch mal drüber nachgedacht, über das Alter, oder ist das bei dir einfach immer von einer Begeisterungswelle in die nächste Ja, sozusagen weiter? ich habe es ja erzählt. Ich habe mich ja dann von meiner Selbstständigkeit verabschiedet. Aber ich wusste, irgendwie war ich so, ne? Ja. Ja. Und dann tauchte auf einmal der Dirk Stauder auf in meinem Leben. Und dann seitdem bin ich begeisterte Markenbotschafterin. Ja. Wie gesagt, bin jetzt auch im Management in unserer Firma. Ja. Natürlich. So aus Spaß sagt immer der Dirk, bleib so, wie du bist. Wir wollen dich auch hegen und pflegen, dass du uns 100 Jahre alt wirst oder so. Wie süß, ja. Ja, ich Toll. glaube nochmal Ja, Mensch, recht. Angelika, wir kommen langsam zum Ende und am Ende darf man sich auch immer von unseren Zuschauern und Zuhörern etwas wünschen. Was möchtest du gerne an uns richten? Ja, da bin ich ja sehr auf der Frauenschiene. Ich finde Männer total klasse, spannend nach wie vor. Ich flirte immer noch gerne übrigens. Auch mit Ü70 ist es Ist nichts auch wichtig. Tragisches. Ja, ich ziehe mich auch immer noch gerne gut an. Ich Ja, das möchte sieht gerne auch den hübsch aus. Frauen sagen, Kompliment. danke, danke. Aber ich möchte den Frauen sagen, Mädels, seid selbstbewusster. Macht euch nicht fertig mit irgendwelchen Körperdiktaten oder Altersdiktat. Ja. Steht dazu, wie alt ihr seid. Seid stolz, wenn ihr euch überlegt, was ihr schon alles geleistet habt. Und macht euch darüber immer auch bewusst, wer ihr seid. Und das Ja. möchte ich besonders Frauen, ja, 50 plus mitgeben. Denn wenn Ja. ich mit Selbstbewusstsein irgendwo einlaufe, dann ist die Chance, ein bisschen kleiner aussortiert zu werden, als wenn ich da so einlaufe. Ja, So ganz klar. wunderbar. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Angelika. Das war wirklich eine Freude und schön, dass wir es mal so auf diesem Wege. Aber wenn du natürlich auch in Hamburg mal vorbeischaust, dann melde dich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in Hamburg? Ich sage Bescheid, ich sage von Herzen gern Bescheid. Ich höre immer von meiner Tante, die in Braunschweig lebt und dann so oft in der Elfi dann zu Konzerten fährt. Ja. Und dann denke ich, ich muss jetzt wirklich mal mich aufmachen nach Hamburg. Ja, also ich habe es jetzt aus unserem Netzwerk, bei LinkedIn hatte ich vor kurzem eine, die muss ich ja nicht unbedingt verraten, aber auch eine, die du kennst, die dann plötzlich sagte, du, ich gehe hier ins Ballett, Romeo und Julia, willst du mitkommen? Da dachte ich auch, oh, war die heimlich verliebt? Nein, Scherz. Ne? Also und dann sind wir tatsächlich zusammen ins Ballett. Und da habe ich mich gefreut und das war wirklich jemand ganz aus Süddeutschland. Und da habe ich mich echt gefreut, dass sie an mich gedacht hat dabei. Und es ist ja einfach auch so, warum denn nicht? Das hat ja uns auch alle zusammengebracht, dieses Netzwerken. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute kennt man schon ewig lange, ne? Also ich habe ganz tolle, ganz, ganz tolle Beziehungen nach Zürich, Ja. auch mit mega tollen Frauen. Ja, zum Beispiel dieser eine Ring, der mich immer begleitet, den hat mir eine Goldschmiedin aus der Schweiz gemacht, nur für Schön. mich. So, das heißt, genau was du sagst, das ist auch etwas. LinkedIn, man spricht heute immer über Einsamkeit oder so. Aber wenn Ja. ich wirklich, ich habe zum Beispiel meine 88er Tante, ich bin so stolz auf sie. Sie ist seit 4 Monaten Witwe. Die hat sich wieder einen neuen Laptop gekauft. Ich habe gesagt, richte dir Zoom ein. Ja, was so, habe ich gesagt, so und so. Ja, das ist eine gute Sache, das mache ich. Ja, ist doch Aber das toll. ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch,
Ich war, wie gesagt, ich fühle mich sowieso nie einsam, aber ich war auch während der ganzen Lockdown-Zeit, wo ich wirklich sehr abgekapselt war, ich Ja. hatte keine Zeit zur Einsamkeit. Da Nee. war so viel los und passierte so viel und ich Ja. wollte immer überall am liebsten dabei sein. Also Genau, eben. da haben Ich sich so fand auch, tolle dass es da viel Kontakte auf. schneller die Angebote gab. Vieles ist Ja. tatsächlich wieder ein bisschen zurückgegangen, weil Ja. viele auch gesagt haben, jetzt soll das auch wieder ein bezahltes Format sein. Das habe ich jetzt lange umsonst gemacht. Jetzt möchte ich aber auch bitte dafür wieder Geld haben und so. Da haben sich wieder Sachen umgestellt und korrigiert. Ich finde das auch richtig. Aber es haben tolle Freundschaften und gegenseitige Inspiration hat stattgefunden. Also ich kann das auch nur Ist zum sagen, ich Teil fand es immer auch noch da. klasse. Und die soll Ja. man so erhalten. Das machen wir beide auch so. Es Ja. war für mich ganz toll, war ein tolles Gespräch. Bist eine tolle Frau. Und ja, ich komme dich gerne mal in Hamburg besuchen. Das machen wir Sehr mal. schön. Also Angelika, dann alles Gute und best silver ideas and inspiration, wie man so schön Neudeutsch sagt. Also vielen Dank und tschüss. Ja, ich wünsche.